willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Ich zeige euch da die niedlichsten Spitzwelpen, ich glaube, auf der ganzen Welt. Das kann man ganz beruhigt sagen. Und in meiner Hand ist da Rüde in Schwarz-Weiß. Die kleinen Schnuckelchen sind jetzt 4 Wochen alt und mit 4 Wochen sind sie natürlich schon noch sehr babyhaft, aber werden halt schön langsam zu kleine Freche. Eine von seinen Schwestern, die hat jetzt so ein bisschen eine leicht dreifärbige Farbe, aber die Spitz verändern gern eine Farbe, die wird vermutlich so werden wie die Mama. Und das nennt man dann Champagnerweiß, Beigeweiß, Zitroneweiß, die gescheckerten Spitzerl, da sagt man, das ist Partycolor. Eine Rüde aus dem Wurf ist ganz weiß. Stehweiß ist natürlich eine der beliebtesten Formen, kommt nicht so oft vor. Und wir haben schon erlebt, wenn man sogar weiße Ötern verpaart, dass man schwarze Spitzerl kriegt. Also alles ist möglich. Die Schwestern in der Wurf haben eine ziemlich ähnliche Zeichnung, wobei im Gesicht kann man sich immer ganz gut unterscheiden, weil trotzdem jeder Welpe individuell ausfällt. Und sie hat da beim Schwanzerl nur ein kleines Fleckerl und da auf der Schulter. Okay? Und so kann man es wirklich klasse unterscheiden und jeder erkennt da seinen Hund gleich aus dem Wurf. Der Rüde hat so eine Wolfsfarbe und ist auch eher ein bisschen dreifärbig. Der Fleck am Popo ist ganz schwarz, gell, du hast ja einen schwarzen Popo. Und vorne ist er so gräulich wie ein Wolf. Allerdings hat sich schon oft ausgestellt, diese gräuliche Farbe wird später orange. Also kann es durchaus sein, dass der vorne so eine Rotfarbe kriegt und hinten einen schwarzen Fleck behält. Das wird die Zeit zeigen. Wenn man genau reinschaut ins Fell, ist es natürlich ein bisschen heller. Und jetzt kommt schon richtig klassen Spitzbötz. Die letzte kleine Schwester, wie gesagt, ähnlich von der Farbe, aber anders in der Gesichtszeichnung. Hat ein ganz weißes Gesicht, nur am Kopf ein Fleckerl und da beim Schwarzansatz. Da sieht man jetzt die ganze Familie Spitz mit der Munterhündin. Damit ihr euch ein bisschen mehr vorstellen könnt über die Größe und über das Fell. Wobei die Hündinnen, wenn sie keine Jungen haben, nur prächtiger und schöner sind, weil natürlich der Job, zuerst schwanger sein und dann Welpen säugen und aufziehen, ist natürlich schon echt harte Arbeit. Und aufgrund dieser Tatsache schaut die Hündin echt top aus. Also sie glänzt wunderschön, hat ein tolles Fell, ist ganz angenehm. Und fälschlicherweise wird ihr oft gesagt, dass der Spitz ganz gern keift oder böt. Da muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, der Spitz ist ein ruhiger Hund, der ist wachsam. Und wenn einer diese keifige Ader hat, dann liegt es oft an die Besitzer, weil immer falsch gemacht wird, dass wenn der Hund böt, weil irgendwas ist, was noch aufregt, die Besitzer sagen, hör auf, bist eh brav und brauchst eh nicht böen. Und das heißt eigentlich in der Hundesprache, wir bögen gemeinsam. Wesentlich richtiger war, und es hat sich ja meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach immer bewahrheitet, wenn man den Hund ablenkt mit Leckerli und Belohnung, dass man irgendwie mit einem Sackerl raschelt oder den Hund zuberlockt, weil die oberste Regel heißt, der gut erzogene Hund muss sich für seinen Besitzer interessieren. Hunde folgen immer instinktiv dem stärkeren Reiz und der Besitzer muss immer super sein und der stärkste Reiz, weil der muss immer was haben für seinen Hund, der muss sich immer interessant machen, dass der Hund das wirklich nur so sieht, bei Herrli und Frauli ist es am tollsten und der Rest der Welt interessiert mich nicht. Und wer das beherzigt, wird sicher schnell einen braven, gut erzogenen Hund haben. Zimti. Ja, Zimti ist ein feiner, ganz ein braver. Mit 4 Wochen sind die Welpen nur abhängig von der Mama. Das heißt, da brauchen sie nur Milch, aber jetzt kommen sie in das Alter, wo in den nächsten Tagen auf einmal das Futter interessant wird und sie fangen an, selber mitfressen.
Sie sind jetzt schon mal entwurmt und wir haben ihnen schon die Krallen geschnitten, damit die Hündin im Gesäuge nicht so kratzen. Jetzt dürfen sie auch schon die ersten Ausflüge in den Garten machen und erleben halt da so das eine oder andere Abenteuer. Und anfänglich muss man halt eben mit so Welpengitter ein bisschen rausgehen, weil sie einfach so klein sind, dass sie einfach im Zaun oder dergleichen im Kopfstecker bleiben könnten. Und wir wollen ja, dass sie in Sicherheit aufwachsen, dass da ja nichts passiert. Wenn wir nicht gerade filmen, dann machen wir das Türl auf, dann kann die Hündin hin und her spazieren, wie es will. Aber beim Filmen wollen wir ja alle im Bild haben. Vom richtigen Spielzeug für Hunde ist ganz wichtig, wenn ihr euch so Sachen zulegt. Plüschtiere sind immer super, sollten aber keine Augen haben, die ein Hund zum Beispiel überknappern und verschlucken kann, weil das ist zu gefährlich. Bälle in jeder Art sind immer gut, wobei wenn sie nicht so rund sind und nicht so schnell dahin laufen, sind sie für den Hund leichter zum Bespielen. Dann gibt es natürlich auch Bälle, die man mit Futter befüllen kann. Die reicht man allerdings die Hunde nur, wenn sie alleine bleiben sollen, als Herrli- und Frauli-Ersatz und nicht 24 Stunden, sonst verlieren sie den Zauber und die Magie. Bei den anderen Spülsachen ist zum Sagen, alles darf ein bisschen rascheln oder quietschen, aber immer nur leise Geräusche machen. Alles, was zu laut ist, ist nur aufregend für den Hund und für uns. Wir sozialisieren Welpen sehr gut und erfahrene Züchter machen ja das alle. Da macht man gezieltes Spielzeug und Geräuschetraining und die Hunde erleben halt Staubsauger, Traktor, Rosenmäher, Hochdruckreiniger, was halt auch so im Alltag üblich ist. Und das macht es dann recht robust und selbstbewusst für die Zukunft. Wir haben in unserem Spieleparadies für Welpen auch alle so Tunnels und Pritscherl und was Rutschiges und ein wenig Gitter zum drüber kraxeln und trappeln. So lernen die Hunde auch mit anderen Sachen spielerisch umgehen und lernen zum Beispiel auch, wenn sie mal über so ein Gitter stiegen gehen sollen, dass das nicht so gruselig ist, weil Hunde mögen das Gefühl eigentlich nicht. Und wenn einer das als ein Junge nicht lernt, dann stellen sie sich oft recht an, weil der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, der bewahrheitet sich natürlich immer. Jetzt haben wir die Tür aufgemacht und dann ist die Hündin natürlich rausgelaufen, weil die Hündinnen brauchen, wenn die Welpen mal 4 Wochen sind, wirklich auch schon viel Pause, weil sonst wurden die Kleinen ununterbrochen dringer bei ihr. Recht viel Action ist jetzt natürlich noch nicht los, weil sie fangen ja jetzt an, laufen und spielen. Das sind die ersten zaghaften Versuche. Da ist halt alles noch ein bisschen in Zeitlupe. So, und die Hündin ist natürlich immer stets besorgt um ihren Nachwuchs und muss alle 2 Minuten spätestens kontrollieren, ob eh alles passt. Ich sage ja immer, beim Hundezüchten kommt es wirklich darauf an, dass man eine gute Hündin hat. Wenn die instinktsicher ist und sich toll um die Welpen kümmert, dann hat man wirklich einen tollen Nachwuchs. Und wenn die Hündinnen einfach ja, nicht so erfahren sind oder nicht so instinktsicher, dann hast du ein Problem. Weil beispielsweise würde die Hündin nicht genug Milch haben. Das schafft man eigentlich nie, dass man so einen Wurf mit Flascherl aufzieht. Das ist eher keine so gute Idee. Darum werden bei uns die Hündinnen prinzipiell verwöhnt und jeder Züchter schaut auf seine Hündinnen. Da wird immer kontrolliert, ob sie eh kein Fieber haben, ob es ihnen eh gut geht. Kriegen natürlich die tollsten Schmankerl und Leckerli, damit einer die Welpenaufzucht möglichst spaßig gemacht wird und so gut es halt geht, von Menschenhand erleichtert und unterstützt. Anfänglich haben die Welpen sehr kleine Ohren, die oft noch hängen oder so halb gekippt sind. Das kann bis ins 3., 4. Monat manchmal dauern, dass sie es aufstellen. Das ist halt unterschiedlich. Jeder entwickelt sie individuell. Es sind zwar Geschwister, aber trotzdem ist jeder ein Unikat und jeder ist ein bisschen anders im Verhalten, in der Farbe, in der Entwicklung, in seine Wesenszüge, alles in allem. Trotzdem sage ich immer, jeder Welpe hat 50% genetisch mitgekriegt von der Mama und vom Papa. Sie ähneln einer meistens sehr und trotzdem kommt es in der Natur immer wieder vor, dass ein Welpe größer wird als erwartet, kleiner bleibt als erwartet oder sich ein bisschen anders entwickelt. Das ist wie mit unseren Kindern. Ich bringe oft so ein Beispiel und sage, die Mama von einem Basketballspieler ist auch nicht 2,20 Meter, sondern 1,65 Meter. Manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Das ist das Spannende und das Natürliche mit
einfach natürliche Prozesse. Ein Lebewesen ist halt nicht wie ein bestelltes Kaffeehäferl in der Fabrik. Und manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig, wenn wer sagt, na nu klein und der Hund soll möglichst also ausgewachsene 50 Decker haben. Da sage ich immer, bitte, da muss man sich ein Hamster oder ein Meerschweinchen kaufen, weil der Hund beginnt bei 2 Kilo. Und wir wollen ja schließlich, dass er gesund ist. Und umso kleiner und degeneriert gezüchtet, umso anfälliger ist er natürlich auf Krankheiten. Hat der Hund ein bisschen einen Hund im Pötz, dann wird er natürlich meistens um die 15 Jahre. Kleinere Rassen können oft sehr alt werden, große Hunderassen werden nicht so alt. Das hat mit Körpergröße, Gewicht und allgemeiner Genetik zu tun. Und erfahrungsgemäß wird er so ein Spitzerl 15 bis 17 Jahre, wenn nichts passiert und wenn er nicht krank wird. Bei dem Video kann man auch gut beobachten, dass die Hunde heute halt sehr babyhaft sind. Deswegen erlauben die Züchter meistens auch keine Besuche vor 4-5 Wochen, weil man eh nichts hat davon, weil das nur stressig für die Hündin und für die Babys ist. Und jetzt werden sie halt schon ein bisschen so Hunderl und verhalten sie halt schon wie Wölpen. Und da wird es dann klasse, auch mit Besuche. Jetzt haben wir die Mutterhündin ausgesperrt, damit wir euch nochmal die kleinen Schnuckeleins zahlen. Wenn ihr es ganz genau schaut, dann sieht man zum Beispiel auf der Nase, die ist noch nicht perfekt schwarz bei dem einen oder anderen, weil diese Pigmentierung und die Farbentwicklung sich von Woche zu Woche verändert. Ein Welpe kommt halt einfach nicht so auf die Welt, wie er dann als Erwachsene ausschaut. Der Entwicklungsprozess dauert lange und das Fell wird von Woche zu Woche schöner, wuscheliger. Und später ist dann so, wenn der Hund so circa 6 Monate alt ist, ist er mal ziemlich schlecht in der Fellqualität, weil das ist so die Pubertätszeit, die Hormone setzen ein, das Fell verändert sich, die Hunde entwickeln sich halt. Und wenn sie jetzt beim Spülen so sich ein bisschen zittrig verhalten, dann heißt das nicht, dass sie Angst haben vor dem Spielzeug, sondern kleine Kinder zittern auch. Das ist einfach die Reizung im Gehirn. Das verarbeitet der Hund, die neuen Eindrücke, die neuen Gerüche und das ist anstrengend. Ein ausgebildeter Hund beispielsweise, der am Flughafen Drogen erschnüffeln soll oder im Wald irgendeine Fährte aufnehmen soll, der kann das nicht allzu lang machen, weil Schnüffeln ist für einen Hund so anstrengend wie für uns Holzhacken oder Kohlenschaufeln, also richtig schwere Arbeit. Und ich glaube, alle, die sich das Video jetzt angeschaut haben, geben mir recht. Das sind ja wohl die putzigsten Wölpen auf der ganzen Welt. Tatütata, heute sind wir zur Wurfkontrolle da. Bei Kollegen von mir habe ich auch noch ein kleines schwarzes Spitzerl zum Herzen. Nur das seht ihr im Vergleich. Das ist ein bisschen eine kleinere Gattung, ist so ähnlich alt wie unsere, vielleicht ein paar Tage älter und ist halt schwarz mit weiß.